Maria Oskar, gebürtig Efirahel Blindermann. Russisch Maria Oschkaya war eine Theater- und Kinoschauspielerin russisch-jüdischer Herkunft. Leben. Sie wurde von dem deutschen Schauspieler Ferdinand Gregory in St. Petersburg entdeckt und 1909 an das von ihm geleitete Konservatorium in Wien geholt. 1910 folgte sie Gregory an das Hoff-Theater Mannheim wo sie als Daisy Oscar debütierte und in Stücken von Strindberg und Schnitzler auf sich aufmerksam machte. 1911 kam sie in das Schauspielhaus in Hamburg, 1915 an Max Reinhards Berliner Bühne. Im gleichen Jahr wurde sie Edith Andrea als jungen Anfängerin ans Herz gelegt, womit eine langjährige intensive Freundschaft begann. In Berlin wurde die Exilrussin als Interpretin von Werken Strindbergs, Wedekens und Pirandelos bekannt. Seit 1915 wirkte sie auch in Stummfilmen mit, wiederholt unter der Regie von Max Mack. Das Theater blieb jedoch ihr hauptsächliches Arbeitsgebiet, besonders das Heppel theater wo sie sich in den 20er Jahren mit ihrer intellektuell ästhetisierenden Spielweise großer Beliebtheit erfreute. 1927 folgte eine Aufführung von Hans Galtneckers Mysterium Die Schwester am Theater in der Königgrätzer Straße in Berlin, in der Maria Oskar die lesbische Ruth spielte. Maria Oskar, die mit dem Berliner Bankier Baron Hans von Bleichröder, einem Sohn Gerson von Bleichröders, verheiratet war, ließ sich 1925 scheiden. Sie war eine Morphinistin und beging 1930 mit einer Überdosis Veronal Suizid. Zitat, Maria Oskar war der Berauschung der Bühne völlig untertan, bis sie darunter zusammenbrach. An dieser seltsamen Erscheinung ließ sich erfahren, wie schwer das Phänomen des Schauspielerischen zu deuten ist. Sie schien ebenso von Kulissenluft eingehüllt, wie sie dann wieder von letzter Schlichtheit war. Sie war Theaterschlange und rechthaberischer Star etwa in Wildes Salome und war auch die bescheidenste Hedwig in der Wildtentel Ibsen. Sie war heiß und kalt, sie spielte und sie lebte Fritz Engel Filmographie. 1915. Dämon und Mensch. 1916. Der Sumpf. 1916. Das Geständnis der grünen Maske. 1916. Das Tanzende Herz, 1916, die Sektwette, 1917, die Schwarze Lu. 1917, Adamans letztes Rennen, 1917, der lebende Tote. 1920. Die letzte Stunde. 1921. Der Streik der Diebe. 1921. Die Bestie im Menschen. 1922. Opfer der Leidenschaft. 1923. Friederikus Rex.